Willkommen auf meinem Kanal Streampunk und auch willkommen zu einer neuen Ausgabe hier auf meinem Kanal. Zunächst wie immer gilt mein Dank allen Followern, allen Kommentatoren, allen Unterstützern, die meine Videos liken und auch helfen, die Community zu vergrößern, indem sie die Videos und die Links teilen. Vielen lieben Dank für euren ganzen Support. Falls du das noch nicht getan hast, bitte abonniere meinen Kanal und aktiviere bitte auch die obere Glocke, damit du in Zukunft nichts Wichtiges mehr verpasst. Und auch besonderen Dank gilt auch meinen Streampunk-Paten, die mich mit einem kleinen monatlichen Betrag auf meinem Patreon-Kanal unterstützen. Den Link zu meinem Patreon-Kanal findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank euch und über 70 weiteren freien Patreon-Paten. Vielen lieben Dank, es bedeutet mir sehr viel. Ja, ich muss mich ein bisschen, was heißt entschuldigen, will ich mich oder muss ich mich, bei denen, die das Thema vielleicht gar nicht so sehr interessiert, aber der Prozess um Dr. Rainer Füllmich dominiert natürlich im Moment hier meinen Kanal. Das ist auch ganz klar, weil das Thema heiß ist und auch immer heiß war, ne? Der Ausschuss und das alles, diesem Thema sind wir wirklich gerne gefolgt. Und mit Inbrunst und Leidenschaft. Und nun ist Folgendes passiert, was ich wirklich toll finde. Wo ich auch sage, diese Sache des Burger Reports, dass Menschen wie du und ich einfach draußen sind, Fotos machen, Filme drehen oder Filme machen von gewissen, ja, interessanten, wichtigen Ereignissen, diese dann uns, diesen Kanalbetreibern zur Verfügung stellen, damit wir darüber berichten können. Das ist eine Vernetzung, das habe ich schon mal erwähnt. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Und auch eure Mithilfe brauchen wir da. Egal welcher sogenannter Freidenker-Kanal das jetzt ist, wir brauchen eure Unterstützung. Ob das Schiffmann ist, ob das Jens Lehrich ist, ob das Roger Bittel ist, ob das Streampunk ist, wen haben wir noch? Ob das Mad in Germany ist, helft uns, diese Kanäle überall in die Welt zu verteilen. Unsere Community der freien Denker muss hier auf YouTube, auf den Social Media Kanälen viel, viel, viel größer werden. Rainer Füllmich hat zum Beispiel auf seinem Telegram-Kanal 120.000 Follower. Das ist zum Beispiel eine Größe, wo ich sagen würde, okay, damit kannst du wirklich viele Widerständler erreichen. Ja, auch Roger Bittel hat, glaube ich, auch tausende von Followern auf seinem D-Lab-Kanal zum Beispiel, wo man sagen würde, wow, aber unterm Strich finde ich das alles noch zu wenig. Wir brauchen eure Mithilfe. Ihr müsst im Grunde die Vernetzung herstellen. Ja, jeder von euch könnte theoretisch einmal dieses Video einmal an jeden seiner Follower bzw. Freunde teilen. Ob es jetzt auf Facebook ist oder ob es auf WhatsApp ist oder auf Telegram oder auf X, wo auch immer, schreibt eure Leute an, macht sie aufmerksam auf die Freidenker-Kanäle. Helft uns zu vernetzen. Unsere Aufgabe der Kanalbetreiber ist es, die Inhalte zu verbreiten, die Inhalte darzustellen, die Inhalte zu analysieren und zu kommentieren. Und eure Aufgabe ist es, ja, zu vernetzen, ne, diese Vernetzung herzustellen. Es reicht leider nicht, wenn man YouTube oder wen, was auch immer, D-Live oder X oder was auch immer, ja, wenn man das konsumiert, wie man früher Fernsehen geguckt hat. Nach dem tollen Streampunk-Beitrag wird einfach abgeschaltet und fertig. Ne, das ist leider zu wenig. Wir alle brauchen da eure Mithilfe. Eure Aufgabe wäre es, unsere Inhalte zu teilen, uns mit Informationen zu versorgen, dass dieses Netz der Freidenker, der Widerständler, ja, der freien Denker, ganz einfaches Wort, einfach größer wird. Und zwar riesengroß. Ja, wir haben ja in Deutschland, was haben wir denn gehabt damals, eine Behandlungsquote von 75%. 65 Millionen Menschen hätten sich angeblich behandelt. Ja, da sind aber noch rund 20 Millionen, die sich nicht haben behandeln lassen. Und diese 20 Millionen, die möchte ich eigentlich hier auf den ganzen Querdenker-Kanälen verteilt sehen. Ja, weil auch diese Menschen sicherlich diese Informationen oder sicherlich auch dankbar wären, wenn sie sehen, oh mein Gott, hier gibt's ja eine Art Zuhause, ja, eine Art politisches Zuhause, eine Art empathisches Zuhause. Aber mal zurück zum Thema Rainer Füllmich. Da haben also zwei gebürtige Griechinnen mir also Fotos geschickt
und auch einen kurzen Text geschickt und auch zwei, und das ist heute der richtige Schatz, den ich euch zeigen möchte, zwei kurze Videos von öffentlichen Auftritten von Dr. Rainer Füllmich in Athen bei einem Treffen der Querdenker Griechenlands. Ja, wunderschön, wie ich finde. Lass uns da doch mal eben ganz kurz reingehen. Ich zeige euch zunächst einmal die Fotos. Hier, das ist Athen, eine Abendveranstaltung. Man sieht hier, kann man nicht richtig erkennen, Susharit Bhakti. Hier kann man ihn ein bisschen besser erkennen. Ja, Athen, Griechenland, die Wiege der Demokratie, möge man meinen. Ja, sehr schön. Hier sieht man die Zuschauer, das waren das um die 2000 Leute da gewesen sein. Das hier ist so eine Art Bühne, sind auch ein paar Künstler aufgetreten, eine ganze Menge Leute. Hier sehen wir sogar auch einen Zeitungsbericht, wo Rainer Füllmich und auch die gesamte Bewegung dargestellt wird in einem sehr ausführlichen Bericht. Hier oben rechts können wir ihn sehen in einer Art Tageszeitung. Wirkt so ein bisschen wie die Deutsche Bild-Zeitung, aber muss ja nicht, ne, vom Inhalt her. Hier gibt es auch eine Indoor-Veranstaltung, wie wir hier sehen können. In der Mitte des Podestes sitzt Rainer Füllmich, wenn ich das hier so richtig erkennen kann. Hier sitzt Susharit Bhakti und hier ist der gute Rainer noch mal zu sehen. Hochinteressant, wie ich finde. Und dann kommen wir auch mal ganz kurz zu zwei Videos, die ich euch einmal zeigen möchte, wo Dr. Rainer Füllmich spricht. Jetzt muss ich nur gucken, wo habe ich es denn jetzt hingelegt? Eine Sekunde. Ach so, nee. Zunächst einmal der Text, der hier veröffentlicht wurde zu dieser Veranstaltung. Enough is enough, genug ist genug. Athen, 24.09.2022. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Meine Verordnungen werde ich treffen zu Nutze der Kranken nach bestem Vermögen und Urteil. Ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Recht. Aus dem Eid des Hippokrates. Das Netzwerk der Greek Healthcare Professionals, also ein Zusammenschluss jener medizinischer Fachkräfte, die sich kritisch gegen das Gesundheitssystem Korruption, die Einschränkung der Freiheit und schließlich die unheilvolle Behandlung engagieren, hat die am 24.09.2022 stattgefundene Veranstaltung Genug ist genug organisiert. Diese fand in dem Park der Freiheit, wo sonst, in Athen statt. Es ist ihnen gelungen, Dr. Rainer Füllmich und Professor Dr. Susharit Bhakti als Redner zu gewinnen. Insbesondere Professor Bhakti ist mir ans Herz gewachsen. Hat er doch ganz am Anfang der Gesundheitskrise meinem Ehemann, einem promovierten Molekularbiologen, kollegial dessen Fragen beantwortet und mir zweimal sehr mitfühlend via Mail geantwortet, als ich schlichtweg verzweifelt war. Es zerreißt mir das Herz, wenn ich lesen muss, wie er buchstäblich mit Häme und Dreck beworfen wird. Der Bericht ist schon ein bisschen älter, ne? Professor Bhakti hält sich dabei lediglich und stets an den von ihm bewahrten hippokratischen Eid. Er zitiert nicht die Genfer Deklaration des Weltärztebundes, wo es doch auch einfach und klar geht. Mediziner und engagierte Bürger versammelten sich am 24.09. auf dem Athener Park der Freiheit. Auf meine Frage an einen der Veranstalter nach den ebenso erschienenen mindestens vier orthodoxen Priestern, was diese hier bewege, war seine einfache Antwort, weil sie die einzigen sind, die noch bei Verstand geblieben sind. Hochinteressant, also die orthodoxen Priester in Griechenland sind auch Klardenker. Das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich hochinteressant. Das sind Kirchenvertreter, die hier nicht mitgemacht haben, zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Würde mich mal interessieren, ob die das durchgehalten haben. Rainer Füllmich, jener Fels in der Brandung, der das »Wir kriegen sie« wie ein Mantra einzuschwören, den zermürbten Zuhörer in einer Mischung aus Zweifel und Hoffnung am Laptop zurückgelassen scheint. Und hier ist die Krux, welche die letzten Tage offensichtlich wurde. Während einer Live-Sendung am 21.09.22 bei Bittl TV ließ seine einstige scheinbar Verbündete Viviane Fischer, ihres Zeichens Absolventin des Jurastudiums, Hutmacherin, eine Tirade an Vorwürfen und strafrechtlich relevanten Behauptungen in betroffen sanfter, subaggressiver Manier
auf die zuvor erwähnten zurückgelassenen Zuhörer einprasseln und schlimmstenfalls einwirken. Ich möchte mich inhaltlich nicht dazu auslassen, nicht weil ich keine klare Meinung hierzu habe, sondern weil dieser destruktive Beitrag Fischers und darauf Füllmichs souveräne und es fällt mir keine treffendere Beschreibung dafür ein, erwachsene Reaktion das aussagt, was dazu zu sagen ist. Jedenfalls nehmen das jene Zuhörer wahr, die längst nicht mehr vor dem Endgerät zurückgelassen verweilen, sondern schon längst den Arsch hochbekommen haben und das, was Füllmich ausspricht, umsetzen. Wir kriegen sie und das gemeinsam. Ausfallend ist in diesem Kontext nur, wie wenige sich getrauen, sich hier klar zu optimieren. Es wird gejammert, dass der Bewegung geschadet wurde. Es wird gejammert, dass der Bewegung geschadet wurde und dass man das doch unter sich klären möge. Tatsächlich muss ein Mensch, der zum Gegenstand eines Angriffes wird, künftig still sein, um niemanden in dessen Ruhe zu belästigen? Danach darf die Show weitergehen? Mir ist nicht geschadet worden, denn übrig blieben viele bestätigte Erkenntnisse und Impulse. Geschädigt mögen sich diejenigen fühlen, die immer noch erwarten, gerettet zu werden und ihren Hintern immer noch nicht hochbekommen haben. Die Hand zwischen Popcorn und Mund wandernd. Anders in Athen. Nach griechischer Ankündigung begann die auf 17 Uhr terminierte Veranstaltung sich schließlich gegen 18.30 Uhr imposant zu füllen. Ich bin nicht erfahren in der Schätzung von Massen. Ich wage eine Aussage auf ca. 2000 Teilnehmer und dies unter Vorbehalt. Einigen Künstlern wurde stellvertretend für die Branche Respekt gezollt, indem man ihnen für eine Stunde die Bühne bot. Das stetig zunehmende Publikum nahm dies mit Begeisterung an. Insbesondere das Lied am Ende des künstlerischen Programms, hier wird nochmal das Lied zitiert, als Rainer Füllmich die Bühne betrat, um an das Rednerpult zu gehen, war ein lautstarker Beifall mit Zwischenrufen Füllmich, die Antwort nach 2 Jahren im Kampf um die Wahrheit. Ein emotionaler Moment. Füllmich, Mister, wir kriegen Sie immer noch selbstsicher und berührend nahbar. Er teilte den Menschen mit, dass es das erste Mal sei, dass seine Ehefrau ihn begleite. Sie wollte dabei sein hier in Athen bei euch. Seine Rede, welche die Verflechtung der Gesundheitskrise in klaren, gut verständlichem Englisch beschrieb, wurde dankbar aufgenommen. Teile davon sowie der vollständige Stream sind auf meinem Telegram-Kanal abrufbar. Diesen Telegram-Kanal habe ich aber leider nicht und das volle Video ist mir leider auch nicht zugänglich. Als Füllmich abschloss, kam Susharit Bhakti. Unter dem Applaus, den Zurufen Bhakti, Bhakti, we love you, wirkte er berührt, beinahe überfordert von dieser stürmischen Zuwendung der hier versammelten griechischen Bürger. Diese verstummten in respektvoller Stille, als er begann zu reden. Auch er teilte der Menschenmenge mit, dass seine Frau, Professor Carina Weiß, und sein kleiner Sohn ihn nach Athen begleiten. Er fuhr fort mit dem zum größten Teil einer Art Vorlesung, einer Ausführung, der jeder folgen konnte. Auch hier verweise ich dringend auf die ins Netz und auf meinem Kanal gestellten Videos, was seine Empathie für die Ansprache dieser wahrlich leidgeprüften Health Worker betraf, fand er wieder einmal den passenden Zugang. Er verschaffte seiner Enttäuschung Ausdruck, dass er das, was das griechische Volk ausmache, vermisste. Wo sind die Griechen? Die für Freiheit und Wahrheit kämpfen, ohne Angst. Er appellierte an die hier versammelten Ärzte, unermüdlich weiter die Wahrheit zu verbreiten, die schließlich unter falschen Lehren und Manipulatoren verborgen liegt, aber nicht in den Medizinbüchern. Das Wissen ist da, war nie weg, nur haben die Ärzte weltweit ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Erinnert sie an das Wissen, so sein Appell. Und es sei nicht nötig, ihn so zu bejubeln. Schaut bei euch. Ihr habt selbst so jemanden. John Ioannidis. Jubel.
Es war so bewegend, so berührend. Ärzte, die seit einem Jahr suspendiert sind, die mit einem Arbeitsverbot belegt wurden, weil sie dieses Gift für sich und den ihnen angetrauten Patienten verweigerten oder noch schlimmer, sich wie die wundervolle junge Kinderchirurgin Vasiliki Sulaimanova weigerte, über öffentliche Veränderung des kindlichen Körpers nach der sogenannten Behandlung zu sprechen und davor zu warnen. Es war eine Versammlung von Helden auf dem Park der Freiheit in Athen, von Polizisten und Drohnen beobachtet. Einer beobachtete zurück. Ioannidis Tsografos. Ich beschreibe ihn seit den anderthalb Jahren, die ich ihn kenne, als den griechischen Füllmich. Ja, auch diesen haben wir. Klar, schlagfertig, mutig und unermüdlich. Er ist Widerständler der ersten Stunde. Nur fand er bislang kaum Kollegen, die sich aus ihrer Ecke trauten. Griechen. Muss erst ein Füllmich kommen und euch vermeintlich retten? Allerdings vermag ich mir gar nicht vorzustellen, was es gäbe, wenn Füllmich und Tsografos sich zusammenschlössen. Wir haben einen Ioannidis und einen Tsografos. Das Volk muss wach werden. Griechen raus aus der Angst. Interessant, was sie hier sagt. Wir haben einen Füllmich und einen Bakti und die Griechen haben einen Ioannidis und einen Tsografos. Es ist hochinteressant, ja? Die Griechen gehen nicht spazieren, sie tanzen und singen, wie nach der Veranstaltung, inspiriert von Bakti und Füllmich, auf dem Weg zum Syntagma-Platz. Alkmine Leuke Metalniou, Sängerin, Krankenschwester, Deutsch-Griechen. Richtig klasse, oder? Richtig, richtig klasse. Und jetzt kommen wir zu den beiden Videos, die ich euch versprochen habe. Sie sind auf Englisch. Im ersten Video wird Rainer Füllmich vorgestellt und er erzählt einfach nur etwas Allgemeines. Da gucken wir jetzt mal eben rein. Ότι ο κύριος Φούλμιχ θα μας πει αυτά που έχει να πει και η μετάφραση θα ακολουθήσει συμπτυγμένη κατά κάποιο τρόπο στο τέλος για να κερδίσουμε και χρόνο. Το ζήτησε ο ίδιος. Ευχαριστούμε. Thank you very much. Yes, thank you. Thank you very much. I'm extremely happy. Extremely happy to be here. I am honored. This is a privilege. This is a very, very special occasion and a very special place. This is the cradle of democracy, and this is where we will defend democracy. And because this is a really important occasion, this is the first time I brought my wife with me. She wants to be here too with you. I'm going to tell you a story, a true story. First the facts, and then how we can get out of this problem. And then I will also address the false rumors that have been spread by someone. Let me first start with the facts. I am the co-founder of the Corona Investigative Committee. We founded this in July of 2020 because we did not get any answers from our governments or the mainstream media. Now we know they're not our governments, they're not our mainstream media, they're owned by the World Economic Forum. Ja, ganz kurz, er begrüßt alle, er ist
Ist eine Ehre für ihn, da zu sein. Seine Frau hat er mitgebracht, die wollte mit euch sein. Er erzählt kurz, dass er den Corona-Ausschuss Mitgründer des Corona-Ausschusses war, weil die Regierung in Deutschland nicht geantwortet hat. Und dann sagt er kurz, dass er eine Geschichte erzählt, die sich dann hier wahrscheinlich jetzt anschließt. Und da habe ich noch ein zweites kurzes Video. Because we are now gaining a lot of support, even from those who were deceived, who were manipulated, who got the shots. They're beginning to ask questions just like we did right from the start. They will join our forces and they will make us even stronger. So we must continue to speak out. You know, some people crack under pressure. I don't. And you don't either. We must continue to do this. Ja, auch hier sagt er, vorher in dem Video sagte er noch, ne, die Wiege der Demokratie, und die wird auch hier wieder verteidigt in Athen. Das sagte er in dem Video davor noch, das wollte ich noch hinzufügen. Und hier sagt er, ja, die Geschädigten, die gesellen sich jetzt zu uns und ja, macht uns immer stärker in der Bewegung. Ja, im Grunde nur so allgemeine Sprüche. Aber es ist unheimlich toll, wie ich finde. Man hat so ein bisschen Gänsehaut, weil man ja gar keine Kenntnis davon hatte, dass solche Symposien stattgefunden haben, solche Veranstaltungen stattgefunden haben. Ja, da haben ja selbst wir Freidenker gar nichts von mitbekommen. Und auch der Rainer hat scheinbar nichts darüber erzählt. Das hier sind tatsächlich jetzt Videos von jemandem, der dort in der Menge steht. Und auch ein schöner Moment, ihn tatsächlich auch in Freiheit zu sehen, muss ich sagen. Es wirkt so ein bisschen surreal, wie ich finde, aber absolut schön. Und dann habe ich etwas, was ich hinzufügen möchte zu diesem ganzen Thema. Ich weiß, dass viele, die Rainer Füllmich folgen, ich habe das am Anfang hier erlebt, ich habe viele Follower bekommen über Ausschnitte aus dem Krisenvirus-Ausschuss mit Rainer Füllmich damals und auch Wolfgang Wodak und allen Beteiligten. Dann kamen so andere Themen dazu, wie die Ukraine, und schon verließen diese Leute wieder meinen Kanal. Nun möchte ich an euch appellieren, dass die Menschen, die Rainer Füllmich in den Knast gesteckt haben, dieselben sind, die zum Beispiel auch hier Waffenlieferungen in die Ukraine fordern. Ja, die Demos gegen rechts organisieren, und auch die Menschen, die ja die Demos gegen rechts organisieren, und vor allen Dingen, was wir ja wissen, Korrektiv, die diesen Artikel geschrieben haben über dieses Privattreffen und über angebliche Gespräche über Deportation eines Privattreffens. Daraufhin hat unsere Regierung mit den Gewerkschaften und über hunderten von Vereinen diese Demos organisiert. Dieselben Menschen haben Rainer Füllmich in den Knast gesteckt. Ja. Ne? Dieselben Menschen haben dafür gesorgt, dass ja Unbehandelte ausgegrenzt werden. Dieselben Menschen, die Rainer Füllmich in den Knast gesteckt haben, ja, feiern hier diese Genderisierung, diese LGBTQ-Geschichte. Ich feiere das auch, wenn Leute in der LGBTQ-Bewegung drin sind oder sich dazu zählen. Ne? Ich kenne auch Menschen, die homosexuell sind. Und die sind selbst genervt davon, dass man da ewig in der Presse über sie spricht. Ja, und aber im Grunde die Politiker oder die Strippenzieher dahinter sind dieselben, die eben auch Rainer Füllmich in den Knast gesteckt haben. Ja, diese Figuren sind das, ja, die aussehen wie Prinzessinnen für Arme. Schaut euch mal die Rot an. Die Rot sieht aus wie der Prinz aus dem Weihnachtsmärchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. So sieht die Rot aus. Ja. Wenn ich nicht so gut erzogen wäre, würde ich jetzt fragen, was die Frau sich eigentlich reinwirft. Jeden Tag. Ja, und das sind auch dieselben Menschen, die Rainer Füllmich auf dem Gewissen haben. Ganz Deutschland hasst die AfD und seine Frau hat ein Schild um Hass ist keine Meinung. Es kann natürlich sich hier auch um ein Widerstandspaar handeln, die das so ein bisschen aufdecken möchte, diesen Irrsinn. Und es sind dieselben Menschen, die Rainer Füllmich in den Knast gesteckt haben,
die sich auch an den Jüngsten in unserer Gesellschaft vergangen haben im Rahmen der Zwangsbehandlung. Und es sind auch dieselben, die Nord Stream 2 gesprengt haben. Es sind auch dieselben, ja, die gegen Russland schießen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind dieselben Menschen, die Rainer Füllmich in den Knast gesteckt haben. Ich möchte mal erwähnen, dass auf osteuropäischen Medienportalen die Geschichte Rainer Füllmich und Prozess gegen Rainer Füllmich hochgekocht wird und dass da wirklich regelmäßig berichtet wird. Das Ausland berichtet darüber, die deutschen Mainstream-Medien nicht. Aber es sind dieselben Menschen, die jetzt gegen Russland, für die Ukraine sind, für Waffenhandel, für die Weiterführung des Krieges, dieselben Menschen, die Rainer Füllmich in den Knast gesteckt haben. Ja? Und auch hier, natürlich komme ich auch zu Unbehandelten. Der Weihnachtsmann Nikolaus vor 2 Jahren, ja, in einer Braunschweiger Zeitung pinkelt dieser Weihnachtsmann, dieser Nikolaus, einem Unbehandelten in die Schuhe. Ja? Dieselben Menschen sind das, die Rainer Füllmich in den Knast gesteckt haben. Nur mal, um das deutlich zu machen, wenn jetzt hier Leute anfangen abzuschalten, wenn es sich hier auch mal um andere Themen dreht, das wollte ich einmal ganz kurz verdeutlichen. So, jetzt habe ich hier noch etwas, und zwar ist es hochinteressant, weil diese Menschen, von denen ich gerade gesprochen habe, die also Rainer Füllmich in den Knast gesteckt haben, die werden, und das finde ich hochinteressant, von Sarah Wagenknecht als die gefährlichste Regierung Europas bezeichnet. Ja, und damit macht für mich Sarah Wagenknecht auch den Sack zu. Damit ist die Sache rund. Ja, es gab hier beim Bündnis Sarah Wagenknecht einen politischen Aschermittwoch in Passau. Und in ihrer Rede nutzt sie einen Rundumschlag gegen deutsche Außen- und Verteidigungspolitik. Gibt's auch auf YouTube zu sehen, geht 45 Minuten. Ne? Und Deutschland müsse wieder ein Standort für Friedenspolitik und Entspannung sein, sagt Frau Wagenknecht hier in Passau. Und dann erwähnt sie, dass Deutschland 30 Mal so viel für Waffenlieferung ausgebe wie Frankreich, sagte sie. Und vor dem Hintergrund einer möglichen Eskalation des russischen Krieges und was ich eben gerade eben auch erwähnt habe, ne, Nord Stream 2 und alles, was dazu gehört, die gesamte Panik, die gesamten Paniknarrative, auch jetzt das Demokratiegesetz von Frau Faeser, auch das alles sind Angriffe auf die Grundrechtsordnung, demokratische Ordnung in Deutschland. Ganz einfach, sehe ich so. Ja. Und deswegen bezeichnet Frau Wagenknecht die Ampelkoalition als die gefährlichste Regierung Europas. Ja. Waffenlieferungen sind natürlich der pure Wahnsinn. Ja. Das ist ja vollkommen klar. Ne. Hier gibt es nochmal ein Foto. Warum reist Scholz immer wieder in die USA? Ja. Auch ein netter Artikel gefunden in der Berliner Zeitung. Genau, könnt ihr das hier oben noch sehen? Nee, könnt ihr nicht mehr. Ziehe ich euch mal eben kurz runter. Nur einmal, damit ihr das gesehen habt. Berliner Zeitung. Ja, hochinteressant, wie ich finde. Das war's mit diesem Video. Ich habe jetzt noch eine ganz kurze Erklärung, warum eigentlich unsere Gesellschaft so am empathischen, moralischen Hungertuch nagt. Warum hat man das Gefühl, sind wir eigentlich, also nicht wir, sondern insgesamt so am Ende? Und das folgende Video wird euch das zeigen. Wer also einen Fingerschutz aus Metall braucht, guck mal, um eine Gurke zu schneiden, ja, der geht auch auf Demos gegen rechts. Ja, der findet es auch gut, dass Füllmich im Knast sitzt. Ja, es ist natürlich ein bisschen weit hergeholt. Ich weiß es, tut mir leid. Es ist ein bisschen weit hergeholt, aber jetzt mal im Ernst, Leute, sind wir dann so unselbstständig geworden, dass wir sowas brauchen? Also ich bin 53 Jahre, werde ich diesen Monat. Leute, ganz im Ernst, ey, ich habe mir noch nie die Finger geschnitten. Also ich verstehe es nicht. Ja, gut, hier will irgendjemand was verkaufen, ne? Aber ja, für mich ist das so ein bisschen, gut, es bedeutet ja auch nicht, dass unsere deutsche Gesellschaft, dass jeder Zweite so ein Ding hat. Das bedeutet das natürlich nicht, ne? Aber wenn ich das hier so sehe, das hier, ja, das ist Werbung für Idioten. Ey, wenn du so ein Ding brauchst, ne? Kauf dir einfach ein stumpferes Messer, dann ist die Sache auch erledigt.
Ja, meine Lieben, vielen Dank für den, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mein Video ist damit am Ende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefreut, was Neues, Altes von Rainer Föhmich zu sehen. Wir denken alle an ihn. Wann ist der nächste Prozesstag? Ist es schon Montag oder ist es dann wieder Mittwoch nächste Woche? Ich habe es gar nicht richtig in Erinnerung. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ich möchte von euch auch einmal wissen. Mir hat einer geschrieben in den Kommentaren, dass wenn man sich jetzt vor dem Hintergrund der neuesten Erkenntnisse des Prozesses gegen Dr. Rainer Föhmich sich auch mal die Krisenvirus-Ausschusssitzung 125 anschaut, mit Viviane Fischer, mit Justus Hoffmann, mit Antonia Fischer, dann muss man Masochist sein, so hat der Kommentator das geschrieben. Vielen lieben Dank übrigens dafür. Aber ich habe mir das gestern Abend mal so teilweise reingezogen und ich möchte euch fragen, ob ihr Lust hättet. Das ganze Ding geht ungefähr 2 Stunden, 1,5 Stunden. Ob ihr Lust hättet, mal in einem Livestream mit mir zusammen das zu schauen. Einfach nur mal, um auch jetzt, damit wir auch uns selber mal die Chance geben, da nochmal in die Thematik reinzugehen, so wie die Protagonisten das damals beschrieben haben, warum der Stress entstanden ist. Nun möchte ich aber darauf hinweisen, dass das Video insgesamt, ich glaube, 1 Stunde 30 oder 1 Stunde 45 geht. Dr. Wolfgang Wodak kommt dann auch noch zu Wort. Und der gute Robert Ziebes von Oval Media, der die ganze, ja, die Aufzeichnung, die Mikrofone, sich um die Technik gekümmert hat, der kommt auch noch zu Wort. Ich muss sagen, das sind alles sehr, sehr lange Ausführungen, aber auch sehr interessante Ausführungen. Und also keineswegs, dass das jetzt den Eindruck den Eindruck erwecken soll, dass ich damit Rainer Föhmich in den Rücken fallen will. Ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Einfach nochmal sich diese Figuren, diese Personen anzuschauen, anzuhören. Das könnte man in einem Livestream machen, aber dadurch, dass ihr natürlich auch Kommentare schreibt und ich natürlich auch darauf eingehe, wird dieser Livestream wahrscheinlich weit über 2 Stunden gehen. Schreibt mir doch bitte einmal in die Kommentare, ob ihr Lust dazu hättet, so einem Livestream beizuwohnen und ob ihr vielleicht meint, dass es besser wäre, das in 2 Teilen zu machen. Genau, ich mache dazu auch eine Umfrage hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, stimmt da bitte ab, damit ich mir das mal vornehmen kann. Dann nehmen wir uns mal einen gemütlichen Sonntagnachmittag oder so irgendwann mal. Oder vielleicht gibt es auch demnächst nochmal einen Feiertag. Ostern ist im April, das liegt zu weit weg. Ich wollte das schon jetzt die nächsten 1-2 Wochen mal machen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Lust dazu hättet. Dementsprechend werde ich entscheiden, ob ich das dann mache. Es gibt keinen Termin. Es ist jetzt nur einmal eine allgemeine Anfrage. Ja, liebe Leute, falls du jetzt bis hierhin noch keinen Kommentar geschrieben hast, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Falls du dieses Video noch nicht geliked oder geteilt hast, ist das für mich auch vollkommen in Ordnung, spielt überhaupt gar keine Rolle. Falls du auch meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ist das für mich auch absolut kein Problem. Dass du mein Video jetzt hier in der 33. Minute mit mir zusammen und mit uns allen zusammen schaust, das alleine unterstützt meinen Kanal schon ungemein und dafür möchte ich mich bei dir, bei euch bedanken. Vergiss aber bitte beim Rausgehen nicht, mein Video zu liken, mein Video zu teilen, hilf die Community zu vergrößern, schreib einen Kommentar, bitte ohne Hassrede und Gewaltbeschreibung und vor allen Dingen abonniere meinen Kanal und aktiviere dabei bitte die obere Glocke, damit du in Zukunft nichts Wichtiges mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich allerdings sicher, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.